Moin, hier ist Miro von Olight und heute gibt es Neuigkeiten rund um die Warrior Mini. Um genauer zu sein, gibt es Neuigkeiten vom Erstattungsprogramm der Warrior Mini, denn das ist jetzt angelaufen. Alle, die eine Warrior Mini bei uns im Olight Store gekauft haben, haben jetzt nämlich die Möglichkeit, die entweder zurückzuschicken und ihr Geld zurückzubekommen oder aber eine kleine Belohnung für die Treue zu bekommen, wenn sie sich entscheiden, die Lampe zu behalten. Und das gilt für alle Warrior Mini, die bei uns im Shop gekauft wurden, egal wie viele ihr gekauft habt. Aber warum überhaupt zurückschicken? Und dafür schauen wir uns einmal die Endkappe an, denn darum geht es. In bestimmten Situationen kann es dazu kommen, dass zum Beispiel durch Metallspäne hier ein Kontakt überbrückt wird und die Lampe sich auch dann anschaltet, wenn man das als Benutzer überhaupt nicht möchte, zum Beispiel in der Hosentasche. Das passiert sehr selten, aber ich denke, wir können uns da an der Stelle bei den US-Amerikanern bedanken. Olight hat sich entschieden, dass wir dafür ein Erstattungsprogramm fahren. Und da Olight ein global agierendes Unternehmen ist, bedeutet das, auch wir in Deutschland und im deutschsprachigen Raum profitieren davon. Was heißt das für euch? Ihr habt die Wahl, ihr könnt die Lampe entweder einschicken, natürlich auf unsere Kosten und bekommt euer Geld zurück, egal wie alt und auch egal, ob die Lampe schon in einem gebrauchten Zustand ist oder nicht. Oder aber ihr entscheidet euch für eine Belohnung als Dankeschön dafür, dass ihr die Lampe behaltet und auf euren Anspruch verzichtet. Und das zeige ich euch jetzt mal. Falls ihr euch nämlich entscheidet, die Warrior Mini zu behalten, bekommt ihr für jede Warrior Mini eine Obalb exklusiv in Blau und zwei Schutzkappen aus Silikon, die ich euch gleich nochmal im Detail zeige. Aber packen wir doch erstmal die Obalb aus. So viel zur Obalb, bleiben noch die Schutzkappen. Damit wird verhindert, dass irgendwelche Fremdkörper zum Beispiel in der Tasche mit dem Endkappenschalter in Kontakt kommen. Und das verringert auch das Einschaltrisiko allgemein in der Tasche. Trotzdem sollte man natürlich immer die Sperrfunktion aktivieren, wenn man die Lampe längere Zeit nicht benutzen will. Mit einmal länger gedrückt halten und dann bleibt die Lampe nämlich aus und kann nicht versehentlich eingeschaltet werden. Die Schutzkappe hat aber noch eine zweite Funktion, und zwar ein kleiner Diffusor, mit dem man das Licht ein bisschen brechen kann, wenn man zum Beispiel ein bisschen das Zelt ausleuchten möchte oder ähnliches. Praktisch, die Schutzkappen aus Silikon sind nachleuchtend. Für alle, die nicht auf olightstore.de eingekauft haben, habe ich auch eine gute Nachricht, denn ihr könnt die Erstattung ganz einfach über euren Händler beantragen. Wenn ihr euch für die Belohnung fürs Behalten entscheidet, dann wartet bitte noch einen kleinen Moment. Im April werden wir unsere Formular ein bisschen erweitern. Dann habt ihr die Möglichkeit, ebenfalls über den Olight Store das Ganze abzuwickeln. Wir wissen, dass einige von euch mehrere Warrior Minis haben und vielleicht wollt ihr nicht für alle eine Erstattung bekommen oder aber auch die Belohnung. Und für diejenigen unter euch arbeiten wir ebenfalls an einer Lösung, die im April dann kommen sollte. Dann könnt ihr das feinteiliger entscheiden und zum Beispiel nur einen Teil zurückschicken für eine Erstattung und für den Rest die Belohnung bekommen oder auch umgekehrt, so dass ihr das genauso handhaben könnt, wie ihr wollt. An der Stelle bitten wir euch nochmal um ein bisschen Geduld. Und wenn ihr eure Warrior Mini geschenkt bekommen habt oder über den Gebrauchtmarkt gekauft habt, dann schaut bitte bei der Person, die die Lampe ursprünglich gekauft habt und bittet diese um eine Rechnung bzw. um die Abwicklung des Erstattungsprogramms. An der Stelle können wir nicht ohne eine Rechnung agieren. Ja, also ich weiß definitiv, wie ich mich entscheiden würde, aber ich will euch nicht weiter beeinflussen. Ihr habt jetzt alle Informationen, die ihr braucht, um eure Entscheidung zu treffen. Und unten in der Beschreibung findet ihr den Link zu dem Erstattungsformular. Und dann könnt ihr dort nach Einloggen mit dem Kundenkonto euch entscheiden, ob ihr eine Erstattung wollt, nach Rückgabe oder ob ihr unseren Belohnungskit nehmt.